Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Coral Island. So, wir hatten jetzt im letzten Part... Oh, das ist gut. Kann ich jetzt gleich noch hier... im letzten Part festgestellt, was wir brauchen. Wir brauchen also noch Osmium, Gold und so weiter und so weiter und so fort. Und deswegen, jetzt muss ich gerade mal gucken, war ich dabei, mein Inventar leer zu machen. Das sollte ich auch machen. Aber erstmal hier alles wieder rein. Na. 3, 3, 3, 3, 3, okay. Dass wir mal ganz kurz ein bisschen Platz bekommen. So. Okay. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal eine Kiste bauen, eine zusätzliche. Ich weiß es nicht. Das alles hier rüber, weil das brauchen wir jetzt gerade dann nicht. Die Wolle brauche ich, aber ich brauche halt 5 Stück von einer Sorte. Warum habe ich denn jetzt das Glas mitgenommen, ich Idiot? Schrott brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen. Das nehme ich jetzt auch nicht mit, das auch nicht mit. Habe ich hierfür noch Platz? Nein, habe ich nicht. Das ist cool. Das kann man weg und jetzt können wir unter Wasser gehen. Also Silber, Gold werden erstmal benötigt. Natürlich noch mehr, aber das ist erstmal so das, wo ich jetzt prioritär dran gehen sollte. Haben wir schon mal Silber. Brauche 30 Silber. Okay, 16 habe ich schon mal. Wisst ihr, was manchmal gar nicht schlecht wäre, wenn man sich auswählen könnte, so von wegen, so, markier mir das mal bitte, dass ich immer weiß, wie viel ich habe. Zeig mir das an. So müsste ich das halt jetzt extra einmal umlagern. Um das dann schlussendlich zu sehen. Ich glaube, das sollte schon reichen. 38, ja, das reicht. Aber... das, was wir jetzt noch unterwegs bekommen, nehmen wir trotzdem mit. Und können schon in den Goldbereich gehen. So easy. Ich muss sogar nochmal gucken, ob ich hier richtig bin. Nein, die Kiste wollte ich eigentlich nicht. Gold brauche ich sogar 40, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt also, Gold ist nochmal eine andere Hausnummer. Das ist noch 22. Hier oben ist nix. Ich weiß auch noch, dass ich ein Tierchen brauche, aber ich weiß jetzt leider nicht welches. Muss ich dann auch nochmal suchen. Genau, da kann ich noch lang. Noch 11 Stück. Noch 11 Stück. Viel Glück. Zwölf Stück. Na, wunderbar. Das heißt, das haben wir dann auch schon mal erledigt. Muss es nur noch herstellen. Dann können wir mal gucken, was ich dann noch brauchte. Vielleicht alles vorher aufschreiben sollen, ne? Was? Hier war direkt was? Ich hab's nicht gesehen. Mann. Bin ich ein Blindfisch?
So, komme ich noch zu Link zeitlich oder? Ja, könnte funktionieren. Ich habe einmal an einer Ecke festgehangen. Nein. Ja. Hey. Ich hab Platz. So, wie sieht's aus mit dem... Dann noch den Schrott wiederholen. Das sieht gut aus. Habe ich mir noch mal so eine Maschine herstelle. Ich habe doch jetzt Glas, oder nicht? Habe ich das Glas jetzt... Ne? Bin ich so? Bin ich? Ja, ich bin so. Damit habe ich die 4. Schauen wir mal, kann ich noch so einen Ofen herstellen? Bronzeerz. So, das kann schon mal rüber. Das brauche ich noch. Das brauche ich auch noch. Der Ziegenkäse kann weg. Also ich möchte nicht wissen, was mir an Geld verloren geht. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier diese ganzen Käsesorten und sowas wieder raus. Und verkaufe das notfalls dann. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, was die Dauer angeht, was man da an Geld macht. Also es muss ja mindestens das 4- oder 5-fache von dem sein. Damit das sich überhaupt ansatzweise lohnt. Weil die Dauer ist echt schon extrem. Haben wir noch irgendwo einen Käse? Eine Milch meine ich. Okay, jetzt wieder zack, 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 zack. Ich habe kein Glas mehr. Ja, ich weiß. Kommt gleich, kommt gleich. So, das kann er jetzt auch erstmal wieder weg. Okay, also damit haben wir rein theoretisch erstmal alles, was wir brauchen. Theoretisch. Ich könnte jetzt nochmal runtergehen wegen dem Kupfer, aber da sehe ich jetzt gerade keinen Handlungsbedarf, deswegen lassen wir das einfach mal. Ja, die Truhe. Okay, die Truhe kann ich einfach rüberpacken. Wunderbar. Ja, komm. Ab ins Bett. Auf zum nächsten Tag. Heute findet ein Fest statt, also heute kann ich eh nichts kaufen, okay. Ist natürlich wieder ungünstig, aber ja, dann ist das halt so. Dann kann ich jedenfalls erstmal Kupfer kaufen. Was eigentlich auch doof ist, egal. Guck mal, wie lange braucht denn das Alterungsfass? Was? Es ist immer noch in Bearbeitung. Zack, zack, zack. Hatte ich jetzt hier noch irgendwas? Das hatte ich noch, was ich dafür verwenden konnte, ne? Hm.
Hier kann ich nichts ernten, 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 ernten. Nee. Oh, hier kann ich was ernten. Brombeeren. Ja, ich könnte die Bananen noch ernten. Ich wollte gerade sagen, gib mir die Banane. Ich habe dich geschüttelt. Doppelte Ernte, doppelte Ernte. Achso. Huch, da habe ich vergessen, die Pflaumen zu ernten. Naja, kann ja mal vorkommen, ne? Ach, die kann ich auch schon wieder ernten. Die guten Kaffeebohnen. Aber würde ich eigentlich sagen, habe ich jetzt im Sommer alles einmal geerntet, oder? Ich würde sagen, den Kaffee kann ich mahlen. Würde ich jetzt sagen. Aber ich kann mich auch täuschen. Brombeeren, die wollte ich behalten. Die Bananen können weg. Die Pflaumen kommen weg. Rabutan kann auch weg. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Was wollte ich jetzt reinmachen? Die Bananen. Ja, komm, machen wir die Bananen. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Zack, zack. Anhang verwenden. Zack, 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 zack. Anhang verwenden, Erntelager. Das gibt jedenfalls ein bisschen was an Geld. Also, meine Geld habe ich jetzt zurzeit ohne Ende. Ich sollte mich echt mal demnächst wieder um Suki kümmern. Ich kümmere mich hier die ganze Zeit nur um meine Sachen, statt mich mal wirklich um meine Beziehung mit Suki zu kümmern. Da sollte ich dann nochmal gucken, wegen meinem großes Wolltuch. Ja, gut, ich brauche noch Wolle. Was brauche ich noch? So, warte mal. Ich kann das ja hier um 2 erweitern, ne? 1, 2. Damit würden die ja mehr Auslauf bekommen. Eins, zwei, drei, vier. Nein, geh wieder rein. Geh wieder. Hm. Kaum habt ihr mehr Auslauf, haut ihr mir auch schon ab, ne? Wenn die Tiere mir jetzt abhauen, dann werde ich echt böse. Oh, ich kann die Schafe scheren. Das ist gut. Geh doch wieder rein. Okay, den Kaffee kann ich da schon mal nicht reinmachen. Ach, ziehen mich jetzt auch wieder fertig. Oh Mann. Was bist du? Komm noch. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es anscheinend noch eine andere Wolle. Das heißt, es muss noch irgendein anderes Tier geben. Und auch noch irgendeinen anderen Vogel. Große Wolle. Große Wolle. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass es auch funktioniert, egal welche Wolle das ist. Und nicht, dass man viermal die gleiche haben muss. So, das haben wir alles, das haben wir alles. Hey, das ist fertig.
haben wir jetzt noch irgendwo was? Da hätten wir noch eine Milch. Da hätten wir noch Ziegenmilch, okay. Machen wir es so. Warum ich jetzt den Kaffee da nicht verarbeiten konnte und mahlen konnte? Keine Ahnung. Lassen wir jetzt auch einfach so erstmal stehen. Machen jetzt erstmal so weiter. So, dann das Glas rüber. Dann brauchen wir wieder neues Glas. Weil, wenn ich zu wenig Glas habe, ist auch doof. Okay, damit ich dann nochmal... Ja, brauche ich das unbedingt? Ja, würde schon Sinn machen, oder? Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der große Festgänger, was diese ganze Sache angeht. Deswegen fände ich das schon interessanter, hier mal meinen Bronzevorrat aufzustocken. Ich muss gerade überlegen, was war ein Bronze? Ich glaube, Bronze war hier, ne? Das war das erste, ne? Ja. Ach komm, gehen wir gleich in die 5. In die 5 rein. Jawoll. 13 Bronzeerz nehme ich immer gerne. Und wenn die Gegner so schnell fallen, dann erst recht. So, und so kriegen wir auch wieder Steinchen. Oh nein, Fossilien. Steindomino in Doppelpack. Das ist auch selten. Ja, gib mir bloß nicht den Ausgang hier, ne? Ja? Ah, da ist er endlich. Das ist wieder typisch das Spiel, ne? So, erstmal den Ausgang suchen. Da ist er. Okay. Ist oben Kupfer? Nein, auch nicht. Also wieder runter. Den Pilz nehmen wir mal mit. So, wieder Ausgang suchen. Weil es eigentlich Sinn macht, erst das Kupfer zu suchen, weil manchmal kann es auch im Kupfer sein, der Ausgang. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Da sucht man sich doof und dämlich, weil man sich denkt, ah, ich suche jetzt erstmal den Ausgang. Dabei ist der Ausgang mitten im Koffer. Keine Ahnung, weil ich gerade mit den Gedanken war. So. Ah, das ist jetzt was Großes. Nee, da suche ich jetzt erst den Ausgang. Nee, halt, stopp. Hier war's. Ich suche erst das Kupfer. Ah, nee, ist doch noch nicht der Große. Schade. Hätte aber sein können. So, den wir schnell wegmachen. Hier unten ist jetzt nichts. Nein, gut. Wo
gucken wir hier, ist hier irgendwo Kupfer? Also ich würde ja sagen, immer auf jeder Etage ist Kupfer, aber... sieht aktuell nicht danach aus. Aber zum Glück bekommt man auch so mal Erz, ne? Wenn man den richtigen Skill hat. So. Na komm, Stufe 10. Dann schnell zu Stufe 11. Wird zwar schon wieder spät, aber egal. Ich glaube, das war's jetzt schon, ne? Ah, da drüben. Ah, ne, ist kein Kupfer. Ich weiß nicht, habe ich jetzt genügend? 45 Kupfer. Kann man ruhig nochmal mitnehmen, aber das sollte reichen. Brauchte 20 Kupferbarren dafür, aber erstmal habe ich ja welche zur Reserve. Wenn ich wirklich nochmal in die Bedrängnis komme, ich brauche Glas. Das Käserad ist immer noch nicht fertig, ist das geil. Es braucht hier eine Ewigkeit. So. Also irgendwas. Meuchle kann ich verkaufen. Seidiges Fell. Keine Monster-Essenz mehr gehabt? Hä? Tatsache, ich hatte noch keine Monster-Essenz wieder. Ein Foto. Hm. Dunkel-Essenz. Den Lockvogel kommen, den nutze ich eh nicht. Den werde ich nie nutzen wahrscheinlich. Kann ich den auch verkaufen. Bringt mir, glaube ich, mehr. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir für heute alles. Sag ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochot rein. Tschö, tschö.